Ein Carpaltunnelsyndrom ist eine Engstelle an der Hand. Wir müssen, denn ein Nerv oder der Nerv, der Mittelnerv, führt vom Unterarm zur Hand und geht dann an einer Engstelle am Handgelenk. Und dadurch kann es zu Druckproblemen kommen. Und diese Druckprobleme äußern sich am Anfangsstadium als Sensibilitätsstörung, also Gefühlsstörung. Das kann vom Kribbeln bis zu Schmerzen führen, vor allen Dingen am Daumen bis zum Ringfinger. Das ist so charakteristisch, tritt auch sehr oft nachts auf, weil man mit dem Kopf manchmal auf der Hand liegt. Und dann kann dieser Nerv dann noch zusätzlich eingeengt werden. Und im fortgeschrittenen Stadium führt er sogar zur Kraftlosigkeit und kann im schlimmsten Falle zu Untergang von Funktionen von Sehnen oder auch Muskeln führen. Das führt dann dazu, dass man Dinge nicht mehr halten kann, dass sie einen runterfallen. Das sind so die charakteristischen Dinge. Carpaltunnel ist auch der häufigste Nervenengstelle, die es gibt. Die Inzidenz, also die Erkrankung pro Einwohnerzahl, ist 350 auf 100.000. Das ist ein nicht geringer Wert. Und daher führt es auch dazu, dass es sehr, sehr häufig in Deutschland operiert wird, nämlich ca. 200.000 Mal im Jahr. Frauen sind weniger häufig betroffen als Männer, ungefähr 2/3 zu 1/3. Und trotzdem kann es auch mal in besonderen Situationen dazu kommen. Also wenn man zum Beispiel schwanger ist, ist die Wahrscheinlichkeit, sowas zu bekommen, ungefähr bei 20%. Operativ ist es sehr gut behandelbar. Man versucht natürlich auch vorher mit konservativen Maßnahmen bei leichteren Fällen das zu behandeln. Aber wenn das nicht mehr zielführend ist, wenn es darunter nicht besser wird, ist in den allermeisten Fällen eine ambulante Operation das Mittel der Wahl. Man macht das heute minimalinvasiv mit ganz kleinen Schnitten und darunter hält man eine über 90-prozentige Behandlungserfolgsquote, was in der Medizin sehr hoch ist.